Crown & Pound TV, Marc Bergmann hier auf der vierten La Familia Fight Night, und bei mir steht nun Tim Rödel hier aus Halle, der den ersten MMA-Kampf des Abends bestritten hat, nach Punkten gewonnen hat, nach einer Verlängerungsrunde, nach zwei Runden stand es unentschieden zuerst mal, bevor wir über den Kampf überhaupt sprechen. Eine Verlängerungsrunde ist ja nicht unbedingt eingeplant, jetzt hast du drei Runden kämpfen müssen statt zwei, wie geht's dir denn? Ja, es war ganz schön viel, muss ich sagen, für mich selber war es eigentlich eine Rettung, weil dadurch hatte ich die Chance, mehr zu arbeiten. Ich fand, ich habe nicht so viel draus gemacht. War hart, aber es war richtig. Ja, kommen wir mal auf den Kampf selbst zu sprechen. Die erste Runde war relativ zäh, sehr kräftezäh an sich auch für dich. Viel aus dem Clinch gearbeitet und dein Gegner war ein sehr, sehr starker Ringer. Hat natürlich aus der Oberlage immer viel kontrolliert, nicht viel Raum gelassen. In der zweiten konntest du allerdings die Top-Position kriegen, hast an einem Choke gearbeitet, gepoundet. Hast du da schon das nahende Finish gesehen für dich? Ja, ich dachte, ich schaff's jetzt, aber er hat wirklich sich stabil gemacht. Und ich muss sagen, mich haben da wirklich ein bisschen die Kräfte verlassen. Ich dachte, ich halte es länger durch. Und er hat mich dann auch relativ leicht abschütteln können, sage ich jetzt mal. Bisschen ärgerlich, er ist wirklich ein starker Kämpfer, hat enorm viel Kraft. Also die Kontrolle war wirklich enorm schwer, ihn da irgendwie zu kontrollieren. Und dickes Lob an ihn, also war Wahnsinn. Ja, also was er wirklich gut gemacht hat, war die Kontrolle von oben. Ja. Jetzt kennt man das aus der UFC, Leute, die da Takedowns machen, kontrollieren und aber nicht viel mehr machen, gewinnen in der Regel Kämpfe. Warst du erstaunt, dass du hattest ja doch mehr Treffer gelandet als er, wurdest in der Regel aber trotzdem von ihm kontrolliert. Ich wurde dominiert und das Ergebnis verwundert mich ein bisschen. Also ich hätte ihn schon als Sieger gesehen, vor allem nach der dritten Runde, da war er sehr stark. Ich konnte weiter nichts ansetzen, ich habe mich selber wenig bewegt. Ist natürlich jetzt glücklich für mich, dass ich gewonnen habe, aber bin nicht ganz zufrieden mit der Leistung. Aber es stimmt natürlich, ich konnte ihn relativ gut eng halten und dadurch ihm den Raum für Schläge nehmen. Und eigentlich habe ich den härtesten Treffer direkt in der ersten Runde im Stand kassiert. Ja, und der Clinch, der war besonders kräftezehrend. Ne? Hat man gesehen, Tim, ein Sieg ist am Ende immer noch ein Sieg. Und zwar ein hart erarbeiteter Sieg. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Herzlichen Glückwunsch, feier erstmal schön. Mach dich ein bisschen sauber, wir sehen uns später. Ja, danke schön. Viel schönen Abend noch.